Hi, ich bin die Zoe und ich bin heute zu Gast auf dem Roten Stuhl und ich würde mich freuen, wenn ihr uns zuhört. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Auf dem Roten Stuhl mit einer Gästin heute, blutjung, aber unglaublich erfolgreich. Hallo Zoe. Hi, hallo. Servus. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr, dass wir es geschafft haben. Zoe, bei dir ist es ja so, dass man fast das Gefühl hat, deine berufliche Geschichte sollte in eine Richtung gehen, oder weil das Familienhaus, das Elternhaus natürlich extrem vorbelastet ist. Also ich bin auf jeden Fall schon von ganz klein irgendwie aufgewachsen in der Musik. Mein Vater ist ja Musiker gewesen und ist eigentlich immer noch Musiker. Und auch meine Mama hat eine Band gehabt. Und deswegen war das eigentlich für mich immer schon klar. Ich glaube, für den Rest der Familie hat das ein bisschen gedauert, bis die das mitbekommen haben, dass wirklich das mein Berufswunsch ist. Und sobald das dann entschieden war für mich und alles verstanden haben, wurde ich auch sehr viel unterstützt von allen. Weil dank meiner kreativen Familie, die das halt alle auch verstehen, wenn man gerne im künstlerischen Bereich arbeite. Ja, ich habe da wohl gesehen, dass dein Vater hat ja ein Studio zu Hause auch gern, und da stand so auch, die Musiker sind da natürlich permanent ein- und ausgegangen. Das Voll. Heißt, du warst dann auch mit dem Umfeld immer mit Leuten konfrontiert, die in der Branche unterwegs sind. Ja, da war ich irgendwie noch sehr klein, weil als meine Eltern noch zusammengelebt haben und da hat er eben das Studio im Schlafzimmer und da hat er Musical geschrieben und es sind die Musiker wirklich, die Musical-Darsteller bei uns gewesen, in der Küche, haben Tee getrunken und haben aufgenommen. Und ich durfte da auch ein bisschen was aufnehmen das erste Mal. Da war ich, glaube ich, 4 oder 5 Jahre alt. Wahnsinn, ja. Aber das war nur so eine Spielerei. Und also für mich nicht, aber ich glaube, da hat noch niemand so ganz gewusst, dass es wirklich genau das ist, was ich dann später machen möchte. Mhm. Es gibt ja oft das Phänomen, dass Kinder von Prominenten besonders unter die Lupe genommen werden, wenn sie dann auch in die gleiche Richtung gehen. Hast du da Erfahrungen gesammelt? Also ich werde halt oft mit meinem Vater im gemeinsamen Gespräch, wird halt oft erwähnt, ja, der Vater Musik und so, aber wir arbeiten ja auch gemeinsam, deswegen ist es ja auch unser Projekt gewesen, was wir gemacht haben. Auf der anderen Seite habe ich meinen Vater jetzt nie als Prominenten oder so gesehen oder das so mitbekommen, weil er zwar die Konzerte hatte, aber diesen ganzen Medienrummel drumherum habe ich nie so, falls es ihn gab, mitbekommen, weil ich sehr klein war und weil das einfach an mir vorbeigegangen ist damals, dass ich eben oft auf meinen Vater angesprochen werde. Vor allem am Anfang war eben oft so, ja, der Eislaufpapa oder was man da so gemunkelt hat, was nicht der Fall ist. Das war schwierig am Anfang und seltsam, aber ich glaube, dass jetzt nicht mehr, also dass es nicht mehr so gesehen wird, sondern dass ich jetzt auch aus meiner eigenen, also ich bin die Künstlerin Zoe und mein Vater ist der Künstler Christoph Straub. Wir machen gemeinsam unsere Musik, aber wir sind nicht nur, also ich bin nicht, wir sind nicht voneinander so abhängig, wie man das vielleicht am Anfang gesagt hat. Mhm. Gut, das wird dann teilweise wahrscheinlich auch medial irgendwie, ist ja auch eine nicht unspannende Geschichte, die dann vielleicht größer aufgeblasen wird, als sie vielleicht dann letztlich ist. Ne? Ja. Ja. Und dir selber wird es wahrscheinlich auch wichtig gewesen sein, dass das dann wirklich auch einmal getrennt wird. Ne? Wenn wir auch, ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihm gemeinsam arbeiten kann, auch weil ich jetzt wirklich merke, weil wir beide gemerkt haben, dass wir wirklich ein super Team sind, was jetzt Musikschreiben betrifft, was unsere Ideen betrifft, macht es einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, wir sind beide so überrascht davon, wie schön man zusammenarbeiten kann in der Familie, weil das ist ja, glaube ich, nicht so gegeben. Es gibt ja also das Familiäre und das Berufliche und alles, das ist ja nicht immer einfach von Anfang an. Aber auf der kreativen Ebene, also Songwriting betrifft, verstehen wir uns einfach blind. Mhm. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich mit ihm gemeinsam arbeiten kann. Trotzdem steht er nicht mit mir auf der Bühne, er spielt nicht Gitarre mit mir auf der Bühne, wo viele Leute dachten, es wäre so. Aber das ist eben der Unterschied, weil Zoe ist nicht Paper Moon und das ist auch gut so und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich da so viel Chancen und auch so viel Erfahrung von ihm bekommen habe, weil das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, den ich habe, da mein Vater auch schon Musiker ist sein Leben lang, dass ich einfach viele Dinge, die ich auf eigene Faust hätte lernen müssen vielleicht, einfach schon, wo ich vorgewarnt wurde, wo man sagt, Disziplin, Disziplin und nicht alles so
ja, weißt, wenn man die bösen Kommentare am Anfang jetzt mal anschaut, dass ich mir das einfach nicht so zu Herzen nehmen darf und einfach eine Vorbereitung bekommen habe durch die Familie, durch dass ich gesehen habe, wie mein Vater mit dem Beruf halt positive Seiten, negative Seiten, das habe ich halt, glaube ich, schon zum Teil von Anfang an gewusst und war trotzdem bereit, das Risiko einzugehen. Ja. Ja. Oder Entscheidungen zu treffen, wo er schon wusste im Vorfeld, das bringt nichts, oder dir schon eher davon abzuraten aus eigenen Erfahrungen und so weiter. Trotzdem bin ich manchmal stur und muss es nur selbst belehrt werden, aber das ist auch, glaube ich, auch wichtig so. Genau, aber ich habe diese diese Grundlage von ihm, diesen gehabt, vor allem am Anfang, weil ich war ja mit 17 begonnen. Und es ist auch, glaube ich, in jedem Fall wichtig, dass man einen Mentor hat. Und ich habe das große Glück, dass dieser Mensch auch wirklich jemand ist, dem ich sehr wichtig bin, weil er mein Vater ist. Ja. Und deswegen war das auf jeden Fall, ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen. Und bin ich sehr dankbar dafür, dass es so passiert ist. Aber trotzdem dann auch den Sprung zu schaffen, gewisse Erfahrungen selber zu machen, weil ich glaube, das ist auch wichtig. Man lässt sich ja nicht immer belehren. Man sagt immer, mach das nicht. Ja. Und ich sage, ja, sicher mache ich das, ich kann selber entscheiden. Und im Nachhinein denkt man sich, ach, er hat recht gehabt oder auch nicht. Aber man muss diese Erfahrungen ja selber machen und eben auch schauen, wie man seinen eigenen Weg dann doch geht. Mhm. Ja. Hat der bei dir total früh begonnen. Also die ersten Kameraerfahrungen auch so mit Kiddy Contest und diesen Sachen. Ne? Oder so. 2007 war das, ja. Davor habe ich Close-Up moderiert, aber das war damals, also eine Kinderserie, wo ich so eine kleine Kindermoderatorin war. Das war zum Beispiel für mich, da habe ich wirklich sehr lange meinen Vater überredet, weil er natürlich, meine Mutter hat verstanden, dass ich das unbedingt machen möchte, weil sie hat das immer mitbekommen, dass ich Kiddy Contest geschaut habe und alles gesungen habe. Und war auch von Anfang an so, okay, kannst du machen. Mein Vater hat es länger gedauert, gerade, glaube ich, weil er eben das Business sehr gut kennt und auch vielleicht nicht wollte, dass ich da so früh schon ohne irgendwie, weil ich noch ein Kind eben war. Ich habe mich durchgesetzt und das war auch eine sehr schöne Erfahrung für mich. Und dann war ja jahrelang, war ja eher Konzentration auf die Schule. Und ich bin ja Gott sei Dank nie so gewesen, okay, jetzt mache ich nur das, sondern ich wollte trotzdem meine Schule machen. Das war ganz wichtig für mich. Und das war, glaube ich, auch wichtig für meine Familie, deswegen waren sie da ganz beruhigt. Dass also ich das dann wolltest doch, du selber praktisch, ne? Naja, gut, mit 10 kann man die Schule sowieso nicht abbrechen, aber halt für mich war immer wichtig, weil als ich begonnen habe, bin zu einer Agentur mit 16 gegangen für Film und Werbung und ich habe gemerkt, meine Familie, die werden kurz ganz nervös, ob ich vielleicht jetzt sowas machen würde, wie ich konzentriere mich jetzt nur mehr darauf, aber ich war halt ein Jahr vor der Matura und für mich war das so, nein, ich sitze jetzt schon so viele Jahre in der Schule, ich möchte jetzt auch dieses Diplom haben, damit das habe ich dann erledigt, das gehört dann, umsonst war es eh nicht, aber dass man dieses Diplom hat, diese Bestätigung quasi, das war mir wahnsinnig wichtig. Und das Kiddy Contest und Close-Up, das alles ging ja auch nur, weil ich dann doch, also Noten haben halbwegs stimmen müssen, haben halbwegs gepasst ungefähr damals und waren 2 Jahre und die waren sehr spannend für mich und es war schon cool, dass ich da so meinen kleinen Job hatte irgendwie und dann trotzdem auch wieder Zeit hatte, Kind zu sein in den Jahren danach und davor. Also ich war da jetzt nicht irgendwie nur in dieser Kinderstar, das war ja überhaupt nicht so. Es war sehr schön und süß und bin ja sehr beschützt und trotzdem sehr behütet gewesen. Ja, super, weil das oftmals hat man ja auch schon, kein Problem, oftmals hat man auch schon gesehen, dass die vom Kindesalter an da in diese Welt reingestoßen werden, also unter Anführungszeichen, dass sich das dann für die Persönlichkeit auch teilweise negativ auswirkt, weil die dann irgendwie die Bodenhaftung verlieren. Nee, wenn man auch kein Kind sein kann, aber das durfte ich halt immer und das war eine echt coole Erfahrung. Ja. Und dann hat es sich halt ergeben, dass es nicht weitergegangen ist. Und ich glaube, das ist einfach immer, wie die Dinge sich ergeben. So. War vielleicht ein wichtiger Zeitraum. Genau, das passiert dann halt einfach so und dann war es in Ordnung. Sehr spannend, dass du sagst, dass dein Vater eher sogar lange gebraucht hat, weil man könnte jetzt sagen, er ist selber Musiker gewesen und ist dann scheinbar aufgrund seiner Erfahrungen noch vorsichtiger gewesen. Auch hier auf jeden Fall. Auch einem Musiker könnte man ja jetzt grundlegend einmal unterstellen, dass er da viel offener denkt oder viel cooler ist. Aber da war ja offensichtlich auch eine große Sorge mit dabei. Ne? Ja, ich meine, ich war wirklich noch sehr klein. Stimmt. Aber auch die Jahre danach, ich habe zwar immer gesagt, er war so, ja gut, können wir besprechen, wenn du mit der Schule fertig bist.
Und dann hat sich das aber eigentlich ganz spontan ergeben. Das finde ich ja schön. Wir haben eigentlich nur zum Spaß begonnen, ein Lied zu schreiben, ohne Hintergedanken auf, ich mache jetzt Musikkarriere oder das schicke ich dorthin. Und es war wirklich nur ein Abend, wo wir gekocht haben und dann auf einmal Musik gemacht haben. Und da ist das erste Lied entstanden. Das war so, und wir waren so erstaunt, dass das, wie ich vorher schon gesagt habe, so eine Überraschung, wow, wir können gemeinsam etwas Schönes kreieren. Und da ist mit dem Französischen eben auch passiert, dass es Französisch geworden ist. Und das fand ich halt, finde ich halt wahnsinnig spannend, dass wenn man das, glaube ich, so vorausplant, funktioniert das ja meistens vielleicht gar nicht. Und das ist bei uns einfach passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn es sein soll, dann soll es sein. Und dann können wir daran arbeiten. Französisch deshalb ja auch, weil du, glaube ich, auf eine französische Schule gegangen bist, ne? Genau, ich war dort und mein Vater war Jahre vor mir in derselben Schule. Mhm. Und ja, das ist eigentlich eine Schule, wo jetzt nicht so viele Leute, also da wurde anfangs auch stark kritisiert, dass ich gesagt habe, ich möchte Musik machen oder was Künstlerisches oder Schauspiel machen, weil es eher so eine was Gescheites Schule ist. Also, also meine Freunde sind alle sehr, machen alles Gescheites ungefähr. Und ja, deswegen war das am Anfang auch für die Schule, als wir dann Orientierung hatten, okay, was möchtest du studieren? Und ich war so, ja, ich möchte Schauspielschule machen und Musik machen, war es doch am Anfang eher so auf, aber das geht doch nicht, du musst doch studieren. Also so, und ich habe das, für mich war es einfach, ich schaue jetzt mal, wie es kommt einfach. Ich hatte großes Glück, weil das ist ja absolut nicht selbstverständlich. Und mein Vater war immer in derselben Schule und das, was ich halt davon mitgenommen habe, sind extrem viele Dinge, aber was ich halt schön finde, ist, dass ich die Sprache, die ich dort gelernt habe, in meine Musik einbauen konnte und dadurch halt meine eigene Musik gemacht habe. Und auch glaubwürdig in die Musik einbauen, weil Französisch ist jetzt nicht gerade die leichteste Sprache. Gut, Deutsch ist es auch nicht. Ja, sogar zum Schreiben ist Deutsch sehr schwer, also weil das eine sehr harte Sprache ist trotzdem. Also so eine auch auf die Musik umgelegt. Genau, das ist einfach... Französisch ist eine wahnsinnig melodische Sprache. Mhm. Wenn man spricht, dann klingt das schon so poetisch. Wenn man es natürlich sprechen kann, dann kann man es auch schön singen. Aber also ich habe selber Französisch auch gelernt und habe mir immer sehr schwer getan. Es ist auch eine sehr schwierige Sprache. Ja. Und ich habe ja sehr oft gehört, ja, warum Französisch und nicht Englisch? Wo ich mir immer, also das war mir am Anfang, wusste ich nicht genau, was ich sagen soll, weil es war eigentlich aus dem Herzen heraus, dass es Französisch nicht geworden Konzept ist. Oder irgendwie, ne? Überhaupt nicht, aber wenn man mehr darüber nachdenkt, dann ist es ja eigentlich, finde ich, dass man den Text von einem Lied versteht, sorgt nicht dafür, dass man ein Lied liebt, sondern ich finde, man kann Musik auch genießen und lieben, wenn man einfach nur das Gefühl annimmt, dass das Lied einem gibt. Als Kinder, nicht jedes Kind, mittlerweile wahrscheinlich schon eher, kann perfekt Englisch. Oder wenn man englische Lieder im Radio hört, die singen jetzt auch nicht alle gestochenes, hoch, also perfektes Englisch, sondern da wird auch viel geschummelt und viel verschluckt. Und oft verstehe ich selber den Text nicht Wort für Wort. Aber wenn das Lied berührt, dann berührt mich das Ganze. Das ist. Und deswegen, das fand ich immer wichtig, dass man dann das nicht auf der Sprache so festkrallt, sondern einfach nur das Gefühl, das einem das Lied gibt, aufnimmt und... Ja. Ja, letztlich jetzt kann man es ja fast schon als Wiedererkennungsmerkmal von dir oder als bisschen Alleinstellungsmerkmal, fast wenn man es marketingtechnisch betrachten würde. Ne? Könnte man so machen. Auf der anderen Seite ist es ja, wie gesagt, eine aus dem Herzen heraus Geschichte gewesen. Und wenn ich jetzt was schreibe und es passiert, dass eine andere Sprache dabei rauskommt, dann wird es in einer anderen Sprache sein. Okay. Weil ich finde es wahnsinnig schwierig, mich dann, also das haben wir versucht anfangs eben, ein französisches Lied auf Englisch umzuschreiben, damit alle zufrieden sind. Mhm. Eigentlich, oder damit man den Text versteht, was ich damals als Kritikpunkt, ich verstehe den Kritikpunkt ja immer noch, gerade für so eine Sache wie den Song Contest wollte man einfach etwas, also vor 2 Jahren, letztes Jahr war das. Und dann wird halt viel auf Englisch umgeschrieben und ich mochte das Lied am Ende schon sehr, sehr gerne auf Englisch. Trotzdem hat für mich dieses... dieser Esprit weg, der von Anfang an, ein minimales Ding. Mhm. Und deswegen wollen wir es einfach vermeiden, dass ein Lied von der Sprache sich eben anpasst, nur um sie anzupassen. Sondern wenn das Lied da ist, dann ist es da. Und wenn es nicht gefällt, dann gefällt es nicht. Und wenn es gefällt, umso schöner. Ja. Ist das einer von den vorher angesprochenen Kritikpunkten gewesen, mit denen du erst lernen hast müssen, umzugehen? Oder gibt es da... Es waren schon schlimmere Sachen, mit denen ich Probleme hatte. Das habe ich ja, das war ja kein persönlicher Angriff für mich. Das war eher ein Punkt, den ich auch sehr verstehe mit der Sprache. Ja. Das ist ja ganz klar, das ist etwas,
Neues und man ist immer, man ist am Anfang immer, wenn was Neues ist, auf wow, was passiert denn da? Und das Schöne ist, dass ich ja trotzdem oft genug die Chance bekommen habe, zu erklären und zu erzählen und dass sehr viele Menschen auch sehr offen sind, weil ich immerhin durfte ich wirklich zum Song Contest fahren mit einem französischen Lied für Österreich. Das ist etwas, was ich mir, wo ich mir letztes Mal gedacht habe, wow, wow, cool, das durfte ich wirklich machen. Und das hat mir Österreich ermöglicht. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht das, zwar nicht das Schlimme, es war eher so ganz am Anfang, wenn dann wirklich, wenn das dann so losgeht und dann siehst du mal diesen richtigen Shitstorm, den es da von manchen Seiten her gibt. Und da war ich am Anfang kurz schon geschockt eigentlich davon, weil das, so habe ich ja das noch nie erlebt. Und mit der Zeit nimmt man das einfach dann, also erstmal hat man weniger Zeit, sich das anzuschauen, zweitens schaut man sich nicht mehr an, wenn man sich danach nicht besser fühlt. Und man ist dann einfach so, ja, dann, man kann, ja, wenn diese Person wirklich vorm Computer sitzt, um mich jetzt fertig zu machen, nicht einmal mit Essenz, sondern einfach nur, die blöde Kuh ist blöd, weil sie blöd ist, ungefähr, dann tut es mir leid, um die Zeit, die diese Person verschwendet hat, um mich, ja, mittlerweile versucht man sich das irgendwie so zu sagen, damit man nicht traurig wird. Und das geht, ist mit der Zeit einfach dann besser geworden. Ja, es ist jetzt so schade, weil... Entschuldigung. Kein Problem. Man macht irgendwie was, was richtig vom Herzen kommt und hat Freude dabei und wird letztlich dann auch teilweise dafür bestraft. So, ne? Das ist schon ja, es, man denkt sich, ja, es gehört dazu. Und das Schöne ist, dass es einfach die positiven, schönen Kommentare von Menschen, die mich unterstützen, von Leuten, die bei Konzerten sind, von mehreren von mir schon waren, wo ich einfach weiß, das überwiegt unfassbar. Und am Anfang siehst du halt nur das Negative, weil das tut dir halt besonders weh. Und du musst dich halt einfach, also ich habe einfach begonnen, mich einfach eher dem Positiven zu öffnen, weil das überwiegt dann sowieso wieder das Negative. Und die Leute, die meckern, werden sowieso meckern, ob es jetzt über dich ist oder über jemand anderen. Ja, ja. Die suchen wahrscheinlich dann nur einen Kanal, wo sie es halt einfach losbringen oder eine Möglichkeit. Ne? Na, manche Kommentare sind ja dann schon fast lustig gewesen, weil es schon so absurd ist, dass man das auch nicht ernst nehmen kann. Mhm. Ja. Du hast vorhin eine interessante Geschichte angesprochen, natürlich den Song Contest, der dann wahrscheinlich, jetzt nehme ich an, das größte Ereignis war, was man so bisher erlebt hat. Für mich auf jeden In Fall. In einer unglaublichen Dimension. Also da stellt sich für mich eh so die Frage, wenn man da mal dabei war in dieser Maschinerie, da wird dir ja für kurze Zeit ein Gefühl eines unglaublichen Superstars irgendwie gegeben für eine gewisse Zeit. Also man hat ja eine extreme Aufmerksamkeit. Gerade dort. Dann ist das natürlich auch wieder irgendwann verebbt, dass, wenn man jetzt nicht gerade gesiegt hat, sage ich jetzt mal. Das steht mir immer so schwer umzugehen damit. Gerade auch, wenn man sehr jung ist, so dieses, man kriegt da kurz eine Bestätigung, die in einem Ausmaß ist, was ja wahrscheinlich für einen einzelnen Menschen fast nicht verarbeitbar ist in kürzester Zeit. Wie geht es dann nachher weiter, so als Person? Was ich beim Song Contest erlebt habe, das ist auf jeden Fall unbeschreiblich gewesen, so positiv, weil gerade in diesem Euro-Fan-Café, das waren die eingefleischten Eurovision Song Contest Fans, die das Lied von vorne bis hinten auswendig singen konnten und das gebrüllt haben. Natürlich ist man dann so fast schon so glückstrunken, aber ich war jedes Mal aufs Neue extrem berührt. Also es gibt wahnsinnig viele Videos, weil ich jedes Mal begonnen habe zu weinen, weil mich das so berührt hat, dass die Leute da, weil es nicht ganz zu fassen ist. Man kapiert dann nicht ganz, was da gerade passiert, weil es so viel ist. Danach dann ist es vorbei, man bekommt kurz Angst, weil man sich denkt, oh Gott, das waren jetzt die letzten Monate, war Konzentration auf diese zwei Tage und auf diese zwei Wochen. Und was ist jetzt? Aber das Schöne ist, ich habe jetzt nicht so einen Down gehabt in dem Sinne, sondern es war nur ganz kurz bei einem Konzert, wo ich habe ja dann Konzerte gehabt und die Leute waren wahnsinnig stolz, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich doch nicht so schlecht abgeschnitten habe am Song, dass es im Finale waren. Das war meine größte Sorge am Anfang. Ja. Was mache ich, wenn ich zu Hause bin? Wir waren nicht im Finale, weil das war meine große Angst. Ja, das glaube ich. Weil das sind teilweise ja Karrieren dann auch schon zu Ende. Ja, und das haben mir auch so viele Leute gesagt davor. So. Und da kriegst du halt innen drinnen eine Spannung. Und deswegen im Moment, wo wir sind im Finale, war ich so, okay, alles cool jetzt.
Okay, den letzten Platz wollte ich dann auch nicht machen, aber ob wir dann so eher schlecht abschneiden oder nicht, das war wirklich, ich habe dort wirklich kaum, ich war nicht so nervös beim Finale dann, wie beim Semifinale, da war ich am Explodieren innerlich. Und danach war es einfach, ja, es ist nicht so runtergegangen, es gibt immer wieder so Phasen, vor allem ich habe ja wirklich extremes Glück, jetzt kommt, oder ich weiß nicht, wenn das in einem Jahr dann ausgestrahlt wird, ist rausgekommen, dieser ORF-Vierteiler Prigger, wo ich mitspielen durfte. Das heißt, ich habe da jetzt auch wieder mit dem Schauspiel Chancen, um mich weiterzuentwickeln. Und wir arbeiten weiter an der Musik. Und natürlich ist es kurz so, es ist halt nicht Eurovision, aber die ganze Zeit, wie du dort bist, ist es ja so surreal. Du kannst dich ja nicht ganz dran gewöhnen, weil es so schräg ist. Also du bist jetzt nicht davor, okay, das ist jeden Tag so, sondern es ist irre. Aber ein schönes Irre, und das hebt man sich im Herzen auf. Und manchmal, wenn ich auf der Bühne mein Lied singe, eben versetze ich mich kurz zurück an den Moment, und das gibt mir eher positive Energie, als dass ich mir denke, Gott, das war so schön damals. Das ist einfach eine wunderschöne Erinnerung. Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen typabhängig. Bei manchen wird es vielleicht ein Riesenloch hinterlassen und das Verlangen, dass das immer so sein soll, und dann daraus fast eine Depression entsteht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sowas auch entstehen kann. Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht ich verarbeite ja noch immer den ganzen Rummel, der da passiert ist. Das war für mich nie so. Ich bin erst 19, also 20 oder 21 oder wann auch immer ihr das anschaut. Aber ich bin jetzt 19, 2016. Und für mich war es einfach immer schon ein großer, großer Schritt, das zu machen. Aber in meinem Kopf habe ich so viele Ziele, so viele Wünsche, so viele Ziele, in die ich reinkommen möchte, wo ich an mir arbeiten kann, damit ich hinkomme. Deswegen ist das für mich eher nur das war der erste Schritt und jetzt mache ich weiter, weil ich möchte mich ja noch weiterentwickeln und Musikerin sein und Schauspielerin sein und so viele Sachen machen. Deswegen eher so, okay, abgehakt und nächstes Schuljahr. Ja. Sehr im Wahnsinn, mit 19 schon ein Ereignis in der Dimension erlebt zu haben, das muss einem erst ja mal jemand nachmachen. Das ist irre, ich bin eh noch sehr, sehr glücklich und dankbar, dass ich das machen durfte. Ja, super. Du hast gerade einen interessanten Aspekt angesprochen, die Schauspielerei. Mhm. Du bist Autodidakt, ist das richtig? Ich habe noch keine Ausbildung in dem Sinne. Ich habe ein paar Jahre, als ich noch ein kleines Mädchen war, als ich noch jünger war, habe ich Improvisationsunterricht gemacht mit Freundinnen in einer Broadway Connection, habe auch später in meiner Schule eben dann weiter Improvisationsunterricht gemacht, was hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und bin dann mit 16 zu einer Agentur gegangen, weil eine Freundin von mir dort war, und ich habe gemerkt, okay, ich möchte auch etwas in die Richtung ausprobieren. Weil die Musik ist zwar immer schon Teil meines Lebens gewesen, das möchte ich auch weiterhin machen, aber da wusste ich immer schon, was ich machen will. Also das war irgendwie schon, da habe ich schon, bin ich irgendwie doch aufgewachsen in dem Ganzen. Bei der Schauspielerei, das ist so, da weiß ich nicht, kann ich das, was kann ich, wie weit kann ich es, und habe mich brennend interessiert. Und dann kamen Castings und Absagen und dann kamen Castings und Angebote, und das war dann, das ist es umgedreht, und ich war mein erstes Mal am Set und ich fand das wahnsinnig spannend und habe halt doch gemerkt, ich möchte auch was lernen. Also jetzt habe ich beschlossen und werde das jetzt auch umsetzen. Ich habe auch schon angefragt, die Woche eben jetzt, also vor ein paar Wochen oder noch, eben Schauspielunterricht zu nehmen, weil ich wollte eigentlich eine Schule machen, eine Schauspielschule. Okay. Und dann ist aber das mit dem Song Contest passiert, also die Voranstellung letztes Jahr. Und das ist dann mit der Musik, ging sich das zeitlich nicht aus, weil ich glaube, dass man doch sehr eingespannt ist in so einer Schule. Und ich möchte beides machen. Also habe ich mir gedacht, okay, ich habe zu Weihnachten Gutscheine bekommen für Schauspielunterricht von meiner Familie. Super. Das war mein Weihnachtsgeschenk. Und die habe ich mir aufgehoben und werde sie jetzt ganz, ganz bald einlösen. Und zwar so, dass ich mir hoffentlich das selber einteilen kann, damit sich das mit Konzerten und allem nicht überkreuzt. Und damit ich einfach auch mich selber besser kennenlerne, was das Spielen betrifft, was meine Sicherheit betrifft. Was ich möchte halt lernen und mich einfach weiterentwickeln im Ganzen. Du hast ja eigentlich schon eine unglaublich große Rolle schon hinter dir mit Vorstadtweibern zum Beispiel. Ne? Also war keine große Rolle, das war eine große, großartige Serie, die sehr viel... Eine erfolgreiche Geschichte, die viele Menschen wahrgenommen haben, dich eben da auch als Schauspielerin wahrgenommen haben. Und das war ja noch vor dem Song Contest in allem, das war nämlich in meinem Matura, im Mai, Juni bin ich zum Casting gegangen und
habe bis dato irgendwie nur Absagen gehabt oder keine Antworten und war schon ein bisschen so, Gott, ich kann es doch nicht, das war ein Fehler, ich kann es nicht. Ja. Hat aber so viel Spaß gemacht, das Casting, und ich hatte zum ersten Mal so ein richtig gutes Gefühl danach, und das hat sich dann auch als richtig erwiesen und ich habe die Rolle bekommen. Und das war wirklich vor allem, da habe ich meine Matura gehabt und habe das gedreht und dann habe ich meinem Vater das gesagt, weil, und das war schon noch cool, so, dass ich das selber irgendwie mit mir ausgemacht habe, etwas, was ich halt, was wirklich nur mir gehört. Ja genau, das ja, ist so, dein Ding. Also ich meine, ich liebe es, die Musik teilen zu können, aber ich liebe es trotzdem auch, mein Ding zu haben, wo ich selber an mir arbeiten kann, wo ich dann auch sehe, dass er stolz ist, weil ich es alleine gemacht habe, oder meine Familie stolz ist, weil ich es alleine mir so ausgemacht habe. Das macht extrem viel Spaß. Das braucht man, glaube ich, auch. Gell? Voll. So auch so die Bestätigung zu haben, man kann auch selber irgendwie... Genau. Haben dich die Leute eigentlich damals gleich mit der Sängerin auch in Verbindung gebracht beim Schauspielen, zum Beispiel bei Vorstadtweiber? Weil ich zum Beispiel muss gestehen, mir ist das nicht gleich bewusst gewesen. Viele haben das nicht gesehen, also hast du es dann erfahren, weil ich doch sehr jung geschminkt war in der Serie, also ganz ungeschminkt eigentlich war. Und erst als es dann so, ich meine, es war ja stand in den Zeitungen auch schon so drinnen, und dann haben die Leute ja die Verbindung gemacht, aber ich war jetzt nicht so eine große Rolle, ich war nur eine kleine Rolle bei den Vorstadtweibern. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön und cool und großes Glück irgendwie, dass es so aufeinander gefallen ist, weil im Vorentscheid letztes Jahr, das war genau zu dem Zeitpunkt, dass die Vorstadtweiber rausgekommen sind. Das hat sich sehr zeitlich auch super für mich ergeben. Und auch wenn es damals nicht geklappt hat, war das auf jeden Fall mega spannend auch schon für mich, die Zeit. Und jetzt, die Schule ist aber dein eigenes Interesse, die oder die Schauspielausbildung. Ja, also das weil ist mir offensichtlich auch die nächste Rolle ja schon wieder da war, auch da, den Film, den du vorher erwähnt hast. Genau, Pre-Audition, ja. Also Miniserie, die Miniserie, kommt jetzt. Also, ja. Okay, also. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool geworden. Und ich habe einfach trotzdem das Bedürfnis, dass ich mich einfach sicherer fühle mit dem, was ich tue. Okay. Vielleicht auch, um nicht angreifbar zu sein, oder? Nein, nicht einmal. Es ist eher dieses, ich hätte Ideen, aber ich traue mich nicht ganz, weil ich noch zu schüchtern bin und weil ich möchte einfach auch etwas lernen und mich selber kennenlernen. Das ist halt, die Leute, die eine Ausbildung haben, haben eine ganz andere, eine Sicherheit, ein ganz anderes Auftreten, eine ganz andere Bewegung. Bilde ich mir zumindest ein, oder für mich ist es, ich schaue auf jeden Fall dazu auf und möchte einfach selber sagen, ich habe mich in dem Sinne, ich habe mich auch sehr an mir gearbeitet. Learning by doing finde ich super, trotzdem fehlt mir ein bisschen dieses Schulische fast schon, ja, okay. Das ist ja jemand, ein Lehrer, der dir sagt, was du, wie du das angehen könntest. Ja, ja. Wie waren denn damals die Reaktionen bei den... Zum Beispiel bei der Serie Vorstadtweiber, so für über das Schauspielerische jetzt. Bei mir? Ja. Gut, es war jetzt nicht so viel, ich bin ja wirklich nur in ein paar Szenen gewesen. Okay, ich glaube, der Fokus lag eher auf den Vorstadtweibern. Ja. Also ich habe eigentlich, die Reaktionen über die Serie an sich waren ja sehr positiv und es ist ja wahnsinnig erfolgreich gewesen in der kürzester Zeit, und das fand ich auch natürlich extrem cool, weil ich war da dabei und es wurde Deutschland ausgestrahlt und ich war schon ein bisschen sehr überwältigt davon, dass ich da das Glück hatte, mitzumachen. Aber jetzt auf meine schauspielerische Leistung ist da jetzt nicht, glaube ich, viel fokussiert worden, weil es wirklich eine kleine Rolle war. Und so war das halt dann. Ich war ja ganz verwundert. Ich habe mir einige Interviews im Rahmen vom Song Contest auch durchgelesen, die du gegeben hast, was man da teilweise, mit welchen Fragen man da konfrontiert wird. Ne? Zum Beispiel? Naja, so... Ich habe da gesessen und mir gedacht, wieso fragt man jemand sowas auch teilweise, also auch private Dinge und so. Also ich habe mir so gedacht, wow, mit was man alles konfrontiert wird, wenn man nur ein Lied singt irgendwie auch. Ja. Ist schon spannend. Ne? Schon, aber das, was ich habe ja eigentlich nie ein Problem gehabt, also anfangs, ich rede sehr gerne und ich rede sehr viel und ich rede gerne mit Menschen. Das heißt, wenn ich meine ersten Interviews habe ich halt drauf losgeplappert und habe halt ein Gespräch mit der Person gehabt. Und es ist mir jetzt auch wirklich sehr selten passiert, dass man sagt ja immer, ja, mir wurden die Worte im Mund umgedreht, oder da ist es wirklich, also dass man redet und danach verplappert man sich und sagt ein Wort zu viel, das vielleicht falsch verstanden wird und dann eine böse Schlagzeile ergibt. Das ist mir Gott sei Dank in dem Sinne noch nie so ganz passiert.
Und die paar Male habe ich halt gewusst, das habe ich nicht so gesagt. Und da kann man, das verstehe ich auch, die haben mal eine Schlagzeile gebraucht und dann hat man das halt so zusammengeschnipselt. Ja. Ist auch ein Job. Was ist, und ich habe eigentlich immer kein großes Problem. Natürlich manchmal, was ich mir dazu gelernt habe, ist, wenn es zu privat wird, dann sagt man einfach, es tut mir leid, aber das ist zu privat. Gerade auch Fragen, die nicht nur mich betreffen, sondern Familie, meine Familie. Und das steht mir eigentlich nicht zu viel zu sagen. Es ist halt, ich kann über mich reden, das ist meine Entscheidung, aber ich werde nicht Dinge über andere Menschen sagen, ja, weil das ist dann eine andere private Sache. Ja. Und das ist dann auch so etwas, was man mit der Zeit, glaube ich, sich einfach angewöhnt, dass man, wenn es zu weit geht, dass man einfach sagt, es tut mir wirklich sehr leid, aber das ist zu privat, darüber möchte ich jetzt nicht reden. Ja. Und da darf einem auch keiner böse sein. Dann einfach. Das ist, glaube ich, eine große Angst von mir immer gewesen, dass ich nicht möchte, dass irgendjemand böse auf mich ist und dass ich Angst hatte, dass ich dass ich arrogant rüberkomme oder blöd oder verwirrt. Und deswegen mich nicht getraut habe, einfach zu sagen, wann es nicht mehr geht. Aber das ist einfach wichtig, wenn man älter wird oder wenn man einfach... Es ist ein Job, das ist ein Job und man muss einfach sagen können, was einfach zu weit geht. Und das geht immer besser schon, noch nicht ideal, aber ich kann mittlerweile, wenn es wirklich zu viel wird, dann sage ich das einfach natürlich mit Höflichkeit, trotzdem respektvoll sein, aber einfach auch schon sagen, was bis wohin es geht, was die Grenze ist. Da sind wir wieder kurz bei vorher. Ich glaube, das sind so Dinge, die man dann wirklich selber die Erfahrung sammeln muss und sich selber seine eigenen Grenzen... Seinen eigenen Weg, wie man damit umgeht. Genau, wie man damit umgeht. Weil wenn Leute sagen, du musst das so machen, wird es nichts bringen. Das muss von alleine passieren. Ja, das kann auf andere zutreffen, muss aber nicht auf dich zutreffen. Genau. Ja. Wie soll es weitergehen? Das heißt, eher der Fokus auf Schauspielen noch mehr oder... Nein, also das ist beides gleich viel. Ich werde oft gefragt, ja, Schauspiel oder Musik, was von den beiden nimmst du, wo steuerst du hin? Aber gerade ich steuere gerade auf dieses Ding, dass ich versuche, beides balancieren zu können. Und bei den Dingen, wo ich einfach noch mehr lernen muss, mehr zu lernen, bei den Dingen, wo ich einfach weiter möchte in die Richtung mit der Musik, weiter dorthin zu arbeiten, zu schauen, was passiert, wenn ich schreibe, welche Sprache es wird, welche Richtung, welche Länder, welche... Ich weiß, also wir schreiben jetzt schon ein neues Album weiter und arbeiten noch an einer kleinen Weihnachtssingle, die vielleicht auch auf Französisch sein wird. Vielleicht. Und also jetzt nicht gezwungen dafür zu schreiben, sondern man kann sich ja nicht erzählen, also kann man schon, aber ich finde es wahnsinnig schön, wenn die Lieder einfach passieren und dann lässt man Zeit verstreichen, weil man hat halt gerade nicht so diese kreative Phase, dann kommt es aber wieder. Und Konzerte, es passieren, es sind viele Dinge und ich habe keinen genauen Businessplan von mir, keinen 5-Jahres-Plan, aber ich habe einfach vor, an mir zu arbeiten und an meiner Karriere, ich hasse das sozusagen, aber mein Beruf, an dem, was ich werden möchte, wenn ich groß bin. Und das steht jetzt so an in nächster Zeit. Super. Dann wünsche ich voll alles Gute, Dankeschön, dass das so erfolgreich weitergeht. Danke vielmals. Nach außen hin ist es ja eine Erfolgsgeschichte, die im Moment nicht zu unterbrechen, wie sagt man denn da, die man nicht unterbrechen kann. Dankeschön. Ist voll schön, ja. Dankeschön. Alles Gute, Zoe. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen danke hast. Danke vielmals, dass ich hier sein durfte auf dem roten Stuhl. Gerne. War sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Und an die Zuseher zu Hause der Hinweis, wie immer traditionell, abonniert unseren Kanal, den Kanal von Auf dem roten Stuhl, denn hier sehen Sie immer die coolen Gäste. Danke fürs Zuschauen. Danke, Zoe. Bis bald. Ciao.